Hallo und willkommen bei dem nächsten Part oder nächsten Teil von meinem Let's Play Half-Life 2 Mods. Ja, ich wollte jetzt eigentlich Ecorny Voyage spielen, das ist es jetzt aber nicht, weil es funktioniert nicht. Habe ich jetzt, bin ich in der Liste gleich weitergegangen und spiele jetzt A Frayed Stitch in Time. Oh, was macht der da? Okay, das geht hier ja schon richtig zur Sache zum Anfang. Ja, gefällt mir schon, dass der Anfang, der Startbildschirm ist schon mal interaktiv. Und vorhin verändert. So, fangen wir jetzt mal auch an. Und ich bin mal auch ganz gespannt. Ich habe ja das Mod noch nicht, den Mod noch nicht gespielt. Okay. Hier sehen wir schon mal einen Professor langlaufen. Nicht nur einen Professor. Eigentlich ist das ja Professor Kleiner, aber wir sehen mal davon ab. Wir sagen, es ist ein Professor. Was hat der da hinten auf dem irgendein Fleck. Vielleicht auch nur ein Loch in seine Jacke oder sein Kittel. Location City 21. Okay, wir sind hier nicht in City 17. Dann kann es auch nicht Dr. Kleiner rein theoretisch sein. Bioweapons Acquisition Operation. So, ich habe mir das mal nur so angelesen. Die Nullposition? Nee, ich habe mir das nur schon ein bisschen kurz nur angelesen. Ich lese mir sowieso nur immer nur so ein bisschen den Anfang, um was es geht. Also es wird hier auch nur ganz vage wieder bezeichnet, von wegen, dass man in ein Labor startet. Entschuldigung. Und man sich wie bei den letzten Mod, den wir gespielt haben, 7 plus 1, halt, dass man sich freikämpfen muss. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir hier ein Mitarbeiter sind. Das ist wahrscheinlich das Labor. Also das ist Brandgefahr. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir ihn spielen. Ich habe keine Ahnung direkt. Wie gesagt, nur, dass wir uns freikämpfen müssen, dass wir ein Labor starten. Wer weiß, was hier passiert. Und wer weiß, was wir überhaupt machen müssen. Aber es ist ja blind. Soll ja blind sein, damit ihr das auch, sag ich mal, von euch selbst seht. Ich entschuldige mich mal schon mal, falls ein paar kleine Hintergrundgeräusche jetzt hier vorkommen, kann ich leider nicht ändern. So, er aktiviert ein paar Schalter. Ja, das sehen wir alle. Was macht er dann? Was mich hier schon mal sehr erstaunt ist, dass es hier tatsächlich sozusagen eine Videosequenz gibt. Boah, Mensch. Wir steigern uns mit den Mods. Na, ich will ja sowieso alle Mods spielen, die funktionieren und außer Survival-Mods oder Multiplayer-Mods, alle, die einen Singleplayer haben, möchte ich spielen, egal ob sie jetzt bei der Seite, wo ich sie mir runterlade, auch als Scheiße bewertet werden, ist egal. Wir sehen es ja dann selber. Man kann sich ja selber sein Bild draus machen. Also bei 7 plus 1 hat man gesehen, das ist schon mal ein nicht so gutes Spiel. Da war die 10% übrigens, die da bewertet wurden von der Seite, schon gerechtfertigt. Ehrlich gesagt, bei dem Mod weiß ich das gar nicht jetzt mehr so genau. Okay, aber das können wir jetzt auch nicht ändern. Bei Ecorny Voyage, da waren zwar recht viel Prozent, das war auch recht interessant gewesen, der Mod, aber... Oh, da oben passiert auch was. Aber, wie gesagt, hat sich leider nicht starten lassen. Vielleicht schaffe ich später noch irgendwann, aber erstmal gehe ich in der Liste weiter. Das ging irgendwie darum, dass man ein Maiskorn ist und man wurde von einer Frau und hat verschluckt und man aus dem Magen der Frau, aus dem ganzen Körper flüchten. In der ja, das ist eigentlich nur so ein Run, das soll auch nicht lange gehen, so wie ich das gelesen habe. Aber es wäre halt auch ganz interessant gewesen. Also ich finde das mal interessant, das ist mal was ganz anderes. Ich habe auch nur das Anfangsvideo gesehen von den Spielen und dann ist es gleich wieder ausgegangen. Schon geguckt, aber ich habe nichts gefunden dafür. Ja, das war eigentlich ganz witzig, da bist du so ein Maiskorn mit riesen Augen und einem riesen Mund. Okay, das aber ist egal, wir spielen jetzt Fried Stitch in Time und da werden wir uns durchschlagen. So, er hat hier irgendwas aktiviert, jetzt leuchten hier ein paar Effekte, ein paar Balken unten und nimmt halt Strom. Das sieht man hier oben. Ja. Und nun? Sieht aus wie sein riesengroßer Fernseher oder.
den er mit Strom versorgen will. Ah ne, ich glaube, jetzt geht's los. Gut, gut, gut. Oh, was ist hier los? Ah ne, wir sind auf einer Folter, auf so einer Folter, so eine Foltermaschine von den Combines. Okay, es geht doch noch nicht los. Schade. Ah, jetzt geht's los. Gut. Wir stehen hier schon wieder von irgendwas auf. Habt ihr das mitgekriegt? Wir sind plus eins auch. Irgendwie schlafen sie mal alle zum Anfang. Was war das eigentlich überhaupt für ein Blitzehemd? Eine Toilette. Das erinnert mich so ein bisschen an... Ah, was ist mit ihnen? Oh. Ein Portal hier. So, war das ja auch. Was ist das hier? Ah, okay, das ist ein Teleporter, anscheinend. Hat er uns jetzt gerettet? Ich meine, jetzt sind wir hier eigentlich auch nur in so einer komischen Kapsel drinne. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja, passiert noch was? Anscheinend sind wir hier nicht wirklich gerettet worden, sondern sind gleich zum nächsten Experiment übergegangen. Oh Mann, was sind das hier alles für Freaks? Ich höre die Explosion. Knallt die Maschine jetzt durch, oder was? Ja, scheiße, war dein Bildschirm braucht viel zu viel Strom. Oh, Stromrechnung nicht bezahlt. Oh, oh. Oh, oh. Aua. Ah. Oh, wir sind befreit, das ist gut. Wo ist der Professor? Ist das eine feige Sau? Verpisst sich gleich? Ne, darum gehe ich nicht hoch, die sind bestellt. Ich renne den jetzt einfach mal hinterher. Ist der hier lang? Ne. Ist das eine feige Sau? Das Leos macht sich gleich vom Acker. Aber wir kriegen dich. Ah ja. Was steht hier? Anzüge? Ah, okay. Oh, oh, oh. Ah, ja, ja, ja. Jawohl, ein Anzug. Schön, 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 schön. Was ist da? Sieht aus wie eine Zinsch... Oh, das finde ich gar nicht gut. Was passiert da? Jetzt macht dort gleich Bumm bestimmt oder sowas. Oh, was ist hier los? Oh, ich sag ja, die Sicherungen sind alle durchgeknallt. Gut. Heilen wir uns mal gleich wieder von der ersten Explosion. Was ist denn das da? Ach, okay, die Hula Hoop Ding. Iiii, was ist denn das hier? Iiii, die hängen da. Ah, Brecheisen. Geh mal hier lieber nach System durch. Hier war ich schon. Ah, genau deswegen, seht ihr? Jetzt kann man auch rennen. Okay, hier ist überall nichts. Ah, hier geht's weiter. Das wäre ja so richtig. Wow. Anscheinend sind wir... Oh, schnell weg, 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 weg. Anscheinend sind wir in einer riesengroßen Kammer. Sieht irgendwie sehr interessant aus. Also, finde ich schon persönlich nicht schlecht. Oh, die verfolgen uns. Oh, oh, ich habe keine Waffe. Wir hauen einfach mal ab. Tschüss. Ich gehe lieber gleich ins Wasser. Ich will gar nicht ausprobieren. Das sieht mir alles zerbrechlich aus. Ah. Aua. Was war denn das denn? Jawohl. Was machen die da? Gut, wir gehen einfach mal weiter. Wir hauen hier ab. Voll Idioten. Die wissen gar nicht, was sie verpasst haben. Aber es sieht so aus, als wenn das Wasser unter Strom steht. Dann gehen wir mal lieber nicht runter. Was ist das hier? Eine Tür. Oh. Und ein Zombie. Stopp. Ja, das sieht sehr, 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 sehr sicher aus. Oh. Oh, weia. Ja. Oh, ich muss aufpassen. Die Bretter sind lose.
Ah, oh, gut. Da sind wir schon mal durch. Aha. Wollte es mir auf den Kopf fallen, wa? Ah, okay, hier geht's weiter. Granaten. Oh, Granaten. Gesammelt. Okay, da beschießen sich welche. Ich habe keine Ahnung, welche. Ich gehe einfach weiter. Okay. Nein, komm rein. Ich wollte da eh nicht lang. Na, Kumpel? Er hat eine Pistole und wehrt sich nicht. Ah! Ah, jetzt kann ich mich aber gegen euch wehren. Ach, scheiße. Ah, diese Sau. Hier war Munition gewesen. Dann hätte es auch gereicht. Ich will da eh nicht lang. Bäh. Tschüss, ich geh weiter. Ja. Also ich vermute, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass diese Wachen, die wir eben als letztes gesehen haben, andere Wachen waren. Das ist ja auch Quatsch eigentlich. Warum konnten die durch das Schild gehen? Ah! Gott sei Dank. Gute Reaktion. Oh. Oh, Munition, Munition, Munition. Der hat sich wohl hinter versteckt. Oh, oh, oh. Ah, scheiß Viecher. Ich ignoriere es einfach. Ich gehe einfach weiter. Weiter? Ah, ah, was ist? Nein! Was war das? Oh, super! Wo muss ich jetzt lang? Alter, was war denn das für eine Scheiße? Ich habe überlebt. Aber ich habe nicht mehr viel Energie. Ich hoffe, ich kriege hier mal um viel Energie. Oh, hier sind wieder diese komischen Deckenviecher. Gut, hier sind wir anscheinend richtig. Ja, von da sind wir hinten vorne gekommen. Ja, super. Scheiß Vieh. So, wo sind wir denn jetzt? Okay. Ja, ja. Jawohl. Hi, 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 ja. Okay, ich weiß ja nicht. Noch mehr. Ey, ja, mach weiter. Super, da habe ich wieder Heilung. Oh. Der gleich bestraft dafür. Nein, bitte nicht. Wo ich jetzt lang? Achso, gut. Frau hat sich erledigt. Du hast da was verloren, mein Freund. Okay, hier ist nichts weiter. Ich gehe einfach mal hoch. Achso, gut, okay. Jetzt weiß ich, wie wir sind. Also es scheint hier sowas wie eine Riesenstadt in irgendeiner unterirdischen Anlage zu sein. Eigentlich eine coole Idee. Und was anderes. Gut, okay, ich beende mal diesen Part damit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.